Mittwoch. Guten Abend, guten Tag und herzlichen Glückwunsch zu Vivason. Oh, auch nicht schlecht. Aber lass das mal bitte so. Wenn ihr schon hier nicht umschalten könnt. Ja? Guten Abend, liebe Freunde. Wir sind alle hier und tralala. Ja, ganz spontan, neues Lied von mir. Wir sind alle hier und tralala. Ja. So. Achso, Schluss noch irgendwie. Oh. Dankeschön. Ja, es ist ja nicht so, dass man hier nicht spontan wäre. So, was haben wir denn trotzdem? Das ist ja mein Beutel hier. Ich bin noch ein bisschen indisponiert. Ist ja so viel los heute und gestern und letzte Woche und überhaupt. Wir haben natürlich wieder einen Zuschauer der Woche, ja. Und jetzt bin ich mal fast gespannt, wer das heute ist. Ich habe den Zettel noch gar nicht gefunden. Aber vielleicht kann er es ja selber erzählen, ja. Warte mal, ich gehe mal rüber gerade. Das ist der. Ich habe deine Zeugnisse nicht gefunden. Peter aus Münster. Peter aus Münster, ja, habe ich nicht gleich gesagt. Und Peter aus Münster kann auch folgendes Lied, glaube ich. Im Sommer scheint Sonne, im Winter da schneit's in der... Österreich. Ja, richtig. Es ist natürlich was Tragisches passiert, und das jetzt ohne Scheiß. Vico Toriani ist gestorben letzte Woche, der großartige Entertainer, in begnadetem Alter, gestorben. Vico Toriani war derjenige, der dieses Lied gesungen hat. Ja. Und deswegen gibt es heute die zweite Strophe. Wo haben die Mädels besonderen Reiz? In der Schweiz. In der Schweiz. In der Schweiz. Dankeschön. Bitteschön. Ja, du kommst aus Münster, Peter. Was man gar nicht sehen kann, du bist riesengroß. Ja. Ja? Du bist wie groß? 1,97 Meter. Wow. Das heißt ja, ja. Bis zum Boden. Was machst du? Krank feiern, im Moment gar nichts. Du machst gar nichts? Nee. Was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Reich. Deine Hobbys sind? Lesen, Schwimmen, Reiten. Lesen, Schwimmen, Reiten, natürlich. Hast du was gelernt schon? Ausbildung oder bist du noch zur Schule? Elektriker, ja, doch. Elektriker, ja, ist da schon mal was. Was ist deine Lieblingsmusik, favorisierte Musikrichtung? Ja, gute Frage. Von Stefan Raab einige Stücke, ja. Unheimlich gut. Und Bürger Lars Dietrich. Ja. Ja, und... Und ja. Und Teddy Rayner, klar. Genau. Ich gucke jetzt mal, ob ich deine Zeugnisse hier finde. Dann werden wir mal sehen, ob du wirklich was drauf hast. Wir haben heute fantastische Gäste in der Sendung. Super, super fantastische Gäste. Und zwar haben wir Christian Karmann. Ja, Christian Karmann, falls euch das nicht sagt, was ich mir nicht vorstellen kann. Ja, Ex-Benny Weimarer, mittlerweile gestandener Schauspieler in Tausenden von TV-Movies und Spielfilmen. Und Hathaway sind heute hier. Und wir haben so viel Post hier und so viel Anteilnahme bekommen. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Liebe Fans, dass ihr Gildo gewählt habt, vielen Dank auch von mir. Und natürlich wollt ihr ein bisschen was wissen, wie sich Gildo fühlt. Wir haben einen kleinen Ausschnitt von der Pressekonferenz, da wurde er gefragt, was hat sich verändert? Was hat sich verändert in Gildos Leben nach diesem sensationellen Erfolg? Und schauen wir mal gerade rein. Für mich geht das Leben weiter wie immer. Also ich gehe auf die Toilette und bürste mir die Haare, wasch die Haare jetzt zweimal täglich auf Anraten. Was soll ich sagen, ist wirklich... Ist eine nette Frage, aber können wir mal abends ein Bier trinken gehen und dann erzähle ich es. Also ich habe im Moment kein Problem damit. Ist halt ein bisschen viel bestürmt vorhin. Ich wollte gestern nach Hause kommen und dann sind ein paar Kamerateams bei mir vor der Tür rumgelaufen und so. Ist natürlich schon ein bisschen stressig, aber nun ja,
die Geister, die ich rief. Gildo hat euch lieb, und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb. Jawohl, das war ein kleiner Auszug aus der Pressekonferenz. Gildo lässt alle schön grüßen. Und Gildo, falls du es siehst, wir grüßen zurück. Wir haben übrigens auch eine kleine Sensation, denn wir haben am Freitag in dieser Sendung hier die Weltpremiere des Gildo Horn-Videos zu diesem Titel. Es wird aber, glaube ich, noch ein weiteres geben nächste Woche. Ein brandneues mit einer brandneuen Story. Das ist am Freitag, was wir euch da zeigen, ist ein Zusammenschnitt aus den besten Szenen von der Aktion beim Grand Prix und natürlich von dem Konzert danach. So, und jetzt schauen wir uns mal ein Video an. Ich weiß nicht, was es ist. Was? Ach so, ja, natürlich fahren wir mit nach Birmingham. Habe ich euch vorher noch versprochen. Ich hab gesagt, wenn wir da gewinnen, dann fahren wir für euch nach Birmingham. Und das werden wir natürlich machen und werden euch da super heiße Geschichten liefern. Alles so. Ja, was denn? Ach, Spice Girls, natürlich. Warum denn? Wow, da sind wir wieder. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr dabei seid. Ich habe endlich gefunden, was ich über meinen Zuschauer der Woche wissen wollte, nämlich sein Zeugnis. Ja? Du hast ja eben erzählt, du bist Elektriker. Fertig schon? Ja.
ausgebildet, geschafft, Ende geschafft. Jetzt muss man, er ist Elektrotechniker, ja, oder Elektriker, ja, Elektriker. Jetzt gucken wir mal hier das Zeugnis von der beruflichen Schule der Stadt Münster, ja. Er ist Elektriker, muss ich mal vorstellen, ja. Leistungskurs, ja, auf dieser Berufsschule. Leistungskurs Elektrotechnik. Schauen wir mal bitte gerade die Note an. Mangelhaft, ja. Also, aber, wie funktioniert denn das jetzt im Moment? Da bin ich ja im Moment arbeitslos. Ach so. Aber du hast dann nachher noch mal richtig einen draufgelegt und hast geschafft, ja? Im Sport, ja. Konferenzbeschluss, Bemerkungen keine. Ja. Ja, da muss man nichts mehr zu sagen, ne? Also. Na, aber was du den anderen Elektrikern voraus, du bist ein Sympathieträger, ja? Findest du? Ja, du bist ein echter Sympathieträger, ja? Du kannst zwar keine Steckdose in der Wand machen, ja, aber du bist ein Sympathieträger, und das ist wichtig, ja? Es gibt viel wichtigere Dinge im Leben, ja? So, Markus. Die News mal vor, ja, das wäre nicht schlecht. Ja, es gibt, glaube ich, Neuigkeiten aus der Show- und Entertainment-Branche und wir schauen gerade mal rein, ob die Regie das jetzt schon parat liegt. Bin mal gespannt, wie zackig die drauf sind. Mark Owen ist für die meisten Teenie-Girls mit Abstand der süßeste der früheren Take-That-Boys. Kein Wunder also, dass sich der hübsche Sänger weiterhin erfolgreich in den Charts behauptet. Doch wie jetzt herauskam, untermauert Mark eins der ältesten Klischees. Hübsch, aber doof wie eine Scheibe Brot. So musste sich der Sänger auch nach der tausendsten Präsentation seines Hits Child noch mit Eselsbrücken über die einfachsten Textpassagen retten. Everybody. Nur dieses eine Wort markiert den Mega-Hit der Backstreet Boys, der seit Monaten rauf und runter und wieder zurückläuft. Dass die Verkleidungskünste der Musiker auch die Fangemeinde inspiriert, zeigte sich auf dem letzten Live-Konzert der 5 Powerboys. Ja, da ist ja richtig was los bei den Backstreet Boys auf dem Konzert. Sind die eigentlich morgen Abend wieder bei der Echo-Verleihung dabei? Ja. Morgen Abend ist doch in Hamburg Echo-Verleihung. Wow. Backstreet Boys nicht da? Ja, aber Aaron Carter. Ist Aaron Carter morgen Abend da? Ja. Ich bin morgen auch da. Ich komme zu euch, wenn er steht, ich winke. Ja? Ich komm winken. Ja? Ich versuche aber, dass ich vor Aaron Carter da ankomme, ja? Damit ich nicht durchs ganze Pipi laufen muss. Ja? So, also, der ist wirklich da morgen Abend? Ich weiß nicht. Der ist vorher so eine Veranstaltung. Ist der nominiert oder was? Nein. Gibt's denn da einen Wickelraum überhaupt? Ich weiß nicht. Ja? Also, ach, wir haben super Post zu Aaron Carter bekommen. Hier hat uns jemand einen... Hier hat uns einer ein Getränk geschickt, ein isotonisches Getränk, ja, wie man hier sieht. Aaron Kaka heißt das. Und schauen wir mal hier, ja, steht drauf, pipi-haltiges Getränk. Sehr schön, wie gesagt, Basteleien, das ist eigentlich auch keine schlechte Bastelei, ja, in unserer Reihe, wir basteln schöne Sachen. Und die Bastelei des Monats, ich bin mir noch nicht sicher, ob das nicht noch die beste Bastelei des Monats bisher ist, schauen wir mal hin. Das ist ja nicht nur ein Haufen, wo eine Fliege drauf sitzt oder wo eine drüber hängt, sondern die fliegt ja auch noch rum. Ja? Und das ist die eigentliche Sensation. Das hätte man als Elektriker, würdest du sowas auch hinkriegen? Nee? Das nicht? Nee, ich meine den Haufen. Ja, den Haufen ist kein Problem. Okay. Ah, ich habe noch mehr zu Aaron Carter bekommen. Ja? Super, ja? Das ideale Spielzeug. Der Wendehampelmann Aaron Carter. Ja? Hier. Pumuckl ist da. So, und wer jetzt zum Beispiel sagt, ey, Aaron Carter ist mir zu alt, ja, drehen wir um. Ich stehe auf mehr auf Mädchen, da haben wir Jill, ne? Die haben wir auch noch hier. Guck mal, das erste Foto, ah nee, von Jill, ich dachte, das wäre endlich mal ein Foto von Jill, wo er den Mund zu hat. Aber der hat immer den Mund auf. Der kriegt den gar nicht zu. Ja, was haben wir hier? Ja, nur mal so zum Zeigen, nur mal kurz zum Erschrecken, ja. Ach ja, wir haben natürlich wieder unsere Sexecke. Diesmal ein bisschen, wir wollen ja auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen dezenter werden, haben wir uns überlegt in der letzten Zeit. Ja? Deswegen gucken wir einfach nur kurz mal hier und sagen einfach gar nichts dazu. Immer nur ein bisschen gucken, ja? Nur mal für euch zu Hause, wenn ihr die Bravo nicht habt, damit ihr auch ein bisschen Spaß habt. So, und dann hier, ja?
sagt Matthias 16. Mein Hühnig ist zu klein. Ja? Mein Hühnig ist zu klein. Und da kann ich auch nur im Moment nur mit einem alten chinesischen Sprichwort helfen. Sprichwort helfen. Ich muss da gerade mal was Unanständiges abreißen da aus meinem Fax. So. Und das heißt, ist die Nudel viel zu klein, geht sogar eine zweite rein. Ja? Herzlichen Glückwunsch. So, und was haben wir sonst noch Interessantes? Elvis haben wir euch vorgestellt. Elvis, natürlich. Oh, ich habe das Gefühl, dass Elvis in der letzten Zeit ein bisschen vernachlässigt wird, ja, oder? Elvis. Elvis wird normalerweise immer Montag. Haben wir heute wieder eine neue Geschichte von Elvis eigentlich? Ja. Wow. Vielleicht sollten wir uns mal ein Video angucken, oder? Schauen wir uns ein Video an und dann ist er gleich hier. Christian Karmann live hier zu Gast und nachher auch noch Hathaway. Ja? Bis dann. Hey, was ist denn mit dir los? Ich glaube, sie geht fremd. Sie betrügt mich. Heute ist mein Tag und ich tu nur, was ich mag und was ich trag. Hab ich nur für mich angezogen, ehrlich ungelogen. Hey, ich nehm mir ein bisschen Zeit für eine Angelegenheit von ganz privater Natur. Ich schau nicht auf die Uhr, sondern kümmere mich nur um mich und das Telefon beachte ich einfach nicht. Und dann geh ich an die Tür und stell die Klingel ab, weil ich echt keinen Bock mehr auf Besucher hab. Tja, ich hab ne neue Art von Beziehung angefangen, ohne Lügen und Intrigen, ohne Hoffen, ohne Bang. Bin heute nicht mehr zu sprechen, denn ich habe mir versprochen, mir mein eigenes Herz zu brechen. Ich liebe mich. Mit deinem Silberring, als ich ohne was zu suchen durch die Schmuckabteilung ging. Dabei musste ich ganz herzlich an mich denken. Hab's mir einpacken lassen, werd's mir schenken. Ohne Rücksicht auf den Preis, denn ich weiß, ich bin es wert. Und erbringe den Beweis, dass jemand auf mich abfährt. Seitdem er weg ist, geht's mir gut, wenn ich noch besser. Und ich sehe auch besser aus, scharf wie ein Messer. Und er fragt mich auch andauernd, was die Liebe denn so macht. Da hab ich nur gelacht und gesagt, ja neulich Nacht. Da hab ich ganz spontan jemanden aufgerissen. Und es war besser als mit dir, du wirst es wissen. Ich liebe mich. Denn was kann besser sein, als ein Leben mit mir allein, ohne Krach, ohne Schreien. Ich muss mich auch nicht ständig selber fragen, wie ich war. Ich werd mir nicht betrügen und wenn doch, dann weiß ich's ja. Ich mach auch keine Sprüche, die verletzend sind, über irgendwelche Sachen, die ich ätzend find. An mir, meiner Figur, meiner Frisur und über Schuhe. Und wenn ich mal nicht will, dann lass ich mich halt in Ruhe. Nee, nee, heute nicht, lass mich stecken. Ich liebe mich. Sie fühlt sich frei und ungebunden wohler. Aber in manchen Stunden wird sie mich vermissen, denn sie kann sich schwerlich selber küssen. Tage, das Debütalbum von Spektakulär mit der Top 10 Single Meine kleine Schwester und der neuen Hitsingle Du bist abgehauen. Du bist abgehauen. Du bist abgehauen. Hast gepackt, ohne dich einmal umzuschauen. Musik für die nächsten 365 Tage. Spektakulär. 365 Tage. Jetzt im Handel. Ein Pickel?
Und Patch, Normaderm Patch Express. Einfach aufkleben und schlafen. Normaderm Patch Express trocknet den Pickel bereits beim Entstehen aus. Von der ersten Nacht an. Normaderm Patch Express. Neu von Vichy. Bei Ihrem Apotheker. Music in Black. The finest of rap, hip-hop and soul. Diese CD wirst du nicht vergessen. Music in Black. I am a drunken poet. Drunk on the beauty of the wild things. Break loose, fill your chest with sweet air, and be free. Mustang Oregon jeans. TV, das neue Trendmagazin bei Viva. Racing, Skating, Diving, Blading, Biking, Surfing. Extreme. Seismograph für alle neuen Strömungen in Sachen Lifestyle, Fashion und Funsport. Loop TV mit Cecile Dütsch. Samstag, 20 Uhr bei Viva. So, da sind wir wieder, liebe Sportsfreunde. Ich habe ja einen Brief bekommen von Nadine Rohde aus Bad Schwartau. Ich habe mir gedacht, das ist, glaube ich, ein bisschen intellektueller Tiefgang. Tut der Sendung hier ganz gut. Deswegen möchte ich mal den Anfang dieses Briefes vorlesen. Sehr geehrter Herr Raab, Vergnügen ist immer Moment im Realprozess seines Gegenstandes, welcher im Allgemeinen wie im Besonderen von den Einzeldisziplinen erfassten Einzelheiten Momente der gesellschaftlichen Totalität umfasst und mit ihr vermittelt ist. Ich lasse euch mal einen Moment mit diesen Eindrücken alleine zu Hause. Ja? Denkt mal drüber nach, vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. Ach, guck mal, wie süß. Ja? Unser kleiner Ehren wieder. Ja? Ist er nicht süß? Was sagt er? Also sagt er, Pipi machen, guck mal. Sagt Pipi machen, wie süß, ja? Ja, wenn ich ihn morgen sehe, bestelle ich ihm mal schöne Grüße. So, wen haben wir denn heute als Gast? Ach ja, natürlich, Christian Karmann ist hier den ganzen langen Weg aus Amerika hierher gekommen. Hi. Hi. So, Sitzgelegenheit. 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 Danke, danke. Für jedes. Jod. Jod. Dir? Ja, auch. Ich habe hier schon ein Fax zu dir bekommen. Ja? Benny Ballermann steht hier. Das ist doch getürkt, oder nein, nicht? Nein! Ist gerade hier durchgekommen. Benny Ballermann, kommst du dieses Jahr noch mal zum FKK-Strand? Deine Suse. Der Luxemburg. Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Bist du ein bisschen pikiert hier, ne? Bist ein bisschen, wow. Haben wir dich ein bisschen getroffen hier. Hast nicht mit gerechnet, dass da dich doch, jemand entdeckt? Doch, ich meine, aber das muss man ja entschlüsseln. Ja. Ist das alles? Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, was da gerade kommt. Also wenn ihr, übrigens, hab ich noch gar nicht gesagt, ihr Chris hier anrufen könnt, ne Markus, oder? Wo ist denn die Nummer? Ist die Nummer wieder weg hier, Nummer und Faxnummer, ja? Da hat wieder einer nicht aufgepasst von den Leuten, die hier normalerweise den Tisch aufzuräumen haben. Die Nummer, vielleicht blenden wir es nochmal ein. Dann könnt ihr ja anrufen, wenn ihr nämlich Fragen an Christian habt. Ja? Was machst du im Moment? Nächste Woche fange ich an mit Dreharbeiten zu einem neuen Thriller. Was wird das? Kann man das genau beschreiben? Ding heißt Out of Nowhere und spielt so vorwiegend auf der Autobahn. Ah. Aber was spielst du denn? Ja, ich spiele ein Auto. Also ich spiele so ein nee. Leider nicht, aber einen Anhalter spiele ich. Ach so, und dann du steigst dann in ein Auto ein und dann ja, ich beschütze, also es. Erzähl doch mal die Geschichte, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen hier. Ist ja furchtbar. Es ist so eine. Ja. Es ist eine Geschichte, ich beschütze eine Frau vor einem Sexualmörder. Ach, du beschützt? Du bist der Gute? Ja, ich bin der Gute. Das ist ausnahmsweise super. Mal. Dann, ich spiele auf der Autobahn, dann lass uns doch mal, was können wir von Gunter Gabriel, 40 Tonner, ich fahre 40 Tonner Diesel.
oder auf der Straße. Ein Problem ist, wenn dieses im Wagen vor mir Im fährt. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich erfahre schon seit Stunden und drehe meine Runden. La 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 la, weiter ist schön. La 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 da 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 la da 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 da. Was denn? Wie, was denn? Ja, aber wir können ja nicht hier ein halbes Lied machen, oder was? Ich spiele ein Video oder was. Ach so, ein Video? Nee, nee. Oder haben wir... Was? Ach so, ich muss einen Film ausspielen. Film, ja, Film ausspielen. Sag mal, Film. Ja, genau. Film, weiß ich gar nicht, aus welchem Film ist das hier? Ist einer von ihm natürlich. Einer von, ja, natürlich einer von ihm, aber welcher? Wie heißt der? Der Kinofilm. Ja, Das erste Semester. Ja, schauen wir mal gerade rein. Ich hab den fand ich wirklich gut. Guck mal. Fand sie gut. Ein wirklich schöner Abend, Andreas. Ich habe lange drauf gewartet. Ja. Ja, hatte, ja, das war Rados Bokel, die war ja auch schon mal hier in der Sendung. Ja? Ja. Die, war das eine Sprechrolle, die hatte? In dem Film? Ja. Ja, sie hat doch eben auch, glaube ich, gesprochen. Ach so, ja, ja, ja. Auch gesprochen. Also, ja? Also unter anderem eine Sprechrolle. Unter anderem auch eine Sprechrolle, ja. Ja, ja, die war ja auch mal hier. Also ich fand das damals, mich hat der Film sehr amüsiert. Ja, und das, ja, hat mich auch sehr überrascht. Hat dich gewundert, aber, dass er mich, ja, amüsiert. Das hat mich auch irgendwie gefreut. Ich meine, ich habe ja auch gewählt für euch jetzt. Ja. Nein! Doch, 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 natürlich. Gildo hat doch auch bei dir in dem Film mitgespielt. Ja, genau. Ja. Und jetzt kann man sich das auch in der Videothek ausleihen. Ah, gibt es jetzt? Ja, gibt es jetzt in der Videothek. Also ich fand den sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich habe schlechtere Filme gesehen. Also man konnte zwar leider nur zwei Wochen im Kino gucken, aber jetzt kann man sich ihn jahrelang in der... Ich war ja damals auf der Premiere-Veranstaltung. Genau. Und ich bewerte ja immer die Qualität eines Filmes danach, wie gut die Schnittchen danach schmecken. Ja. Ne? Nee, aber deswegen fand ich den Film auch sehr gut. Beim Film hast du halt auch gezeigt, dass du auch Geschmack hast. Natürlich. Nicht nur für Schnittchen. Ich finde ja auch, dass man den anderen Leuten nicht unbedingt böse sein kann, wenn ihnen was nicht gefällt, weil man kann den anderen Leuten einfach ihren schlechten Geschmack, darf man den einfach nicht zum Vorwurf machen. Nein, das ist eben Geschmackssache. Irgendwie. Ja, eben. Ja, vielleicht schauen wir uns jetzt mal ein Video an, ja, und gleich sind wir wieder da mit Christian Kahnemann und... Hör mal, hier kann man ja meine Adresse lesen, muss man... Ach so, machen wir mal so, ja. Muss ja keiner wissen, dass wir in solchen Verhältnissen... Also rotze in mein Taschentuch. Es ist wie ein Fluch, wenn die Blicke ständig schweifen, durchs leere Zimmer streifen, ohne dich zu sehen. Musstest du denn gehen? Ich steh auf, geh zum Schrank, hol ne Whisky raus. Dabei fällt mir noch eins von deinen Bildern raus. Ich heb's auf, setz mich hin und stell wieder fest, diese Wohnung ohne dich, gib mir den Rest. Du hast gepackt deine Koffer und bist abgehauen. Hast dabei nicht mal eine Tür zugehauen. Einfach still und leise gingst du auf die Reise. Hast mich tief gekränkt auf diese fiese Art und Weise. Und ich weiß nicht mal, wo du bist und wie's dir geht. Weiß nur, dass mir ganz erheblich deine Nähe fehlt. Ich hab satt zu fahren auf diesem Kummerkahn. Kein Bock so zu ersaufen, warum hast du das getan? Du bist abgehauen. Du bist abgehauen. Du bist abgehauen. Hast gepackt, ohne dich einmal umzuschauen. Du bist abgehauen. Abgehauen, hast gepackt, das hat mich völlig umgehauen. Im TV läuft Jimmy Dean, ich weiß, du mochtest ihn. Er ist der Rebel, ein Held, wir haben ihn oft gesehen. Philosophiert und diskutiert bis spät in die Nacht. Hab nun ich, du oder wir uns darum gebracht. Du hast mir oft erzählt von deiner Sehnsucht, deinen Träumen. Hast ständig Angst gehabt, auf dieser Welt was zu versäumen. Wolltest leben ohne Sorgen, ohne Angst vor übermorgen. Einfach in den Tag hinein, fein und doch gemein. Denn geblieben auf der Strecke, ohne eine warme Decke, ist dein kleines Ernst. Und das ist voller Schmerz. Wollte dir viel Liebe geben, was wohl nun nicht mehr erleben. Denn du bist nicht da. Und ich frag mich, warum konntest du nicht fragen, ob mich dieselben Dinge plagen? Ich werde
doch mitgegangen. Wir hätten angefangen, ein neues Leben anzufassen. Unsere Seelen baumeln lassen, bis es uns zerlegt. Doch es ist zu spät. Du bist abgehauen. Du bist abgehauen. Hast gepackt, ohne dich einmal umzuschauen. Du bist abgehauen. Du bist abgehauen. Hast gepackt. Das hat mich völlig umgehauen. Da sind wir wieder da mit Christian Kahnemann. Du kannst auch Gitarre spielen, ne? Obwohl ich hier, oh, das habe ich eben, ist mir kurz aufgefallen, wenn ich dich, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche. Sag ich mal, hier, Adresse kann man, braucht man ja nicht, ne? Kann man nicht. Ja. Da steht dann hier, größte Gewicht, so was er im Theater gemacht hat, hier zum Beispiel. Welche Kamera will das haben? Willst du das haben? Du kannst es, ich will es ja nur. Schau mal, die Schuhgröße drauf, ne? Komm mal her, pass auf. Was er im Theater gemacht hat, was er Film gemacht hat, was er Fernsehen gemacht hat, Ausbildung und so weiter, ja? Und hier unten steht, besondere Fähigkeiten und guck mal, was da drunter noch, ja? Ja, besondere Fähigkeiten. Da kann man ausfüllen dann noch, gleich. Ja, das hat er schön mit Tippex entdeckt, mal. Ich kenne euch. Du kannst aber besondere Fähigkeiten, du kannst Gitarre spielen, ne? Ich habe gerade gucken, ob das stimmt ist. Vor 3 Jahren, ja, kann ich das noch. Kannst aber du, ist schön, kannst ne? du mal was zum so Besten geben? Auch. Ja, sag mal. Ja, nochmal. Ja, nochmal. Wir haben Zeit. Knock, knock, knocking on heaven's door. Hab ich's richtig erkannt? Jetzt singst du. Nee, singen kann ich nicht. Ach so, du kannst nur spielen dazu. Sie selbst hat mich direkt verspielt. Okay, dann spiel ich die Melodie. Ja? Ist ein bisschen verstimmt gegeneinander, aber egal. Hey, Christian Kahnemann auf der Rhythmusgitarre. Danke, danke, danke. Oh, hey, schon wieder. Sag mal, hat man dir noch nie angeboten, den meisten vielen Künstlern, gerade wo du ja auch sehr erfolgreicher Seriendarsteller damals warst, zu singen oder solche Sachen? Doch, hat mir auch schon oft angeboten. Hast du aber, bist du einer derjenigen, der sagt, ja, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann? Ja. Haben wir eigentlich, warst du da gab es dich auch noch nicht. Da gab's dich noch nicht. Nee. Du warst noch nie bei mir, ne? Vorher, oder? Nee, war ja. Ich nicht. Habe ich dir schon die Geschichte erzählt oder unseren Zuschauern, dass ich dich mal beinahe überfahren hätte? Nee, der hat's, glaube ich, nicht erzählt. Ja. Als ich bei euch Wurst gekauft habe. Ja, sowas kann sein, genau. Genau. Weil man, als er bei meinen Eltern Wurst gekauft hatte, in der Gegend, aber in der Nähe von diesem Eisladen, dann hätte ich ihn beinahe überfahren. Ja? Da kannten wir uns aber nicht. Da kannte mich, glaube ich, sowieso noch keiner. Da warst du noch Benny Beimer. Und ich hieß zwar auch schon so, wie ich jetzt heiße, aber mit dem Unterschied, dass ich dich beinahe totgefahren hätte. Ja? Haben wir aber Glück gehabt. Haben wir echt noch. Sonst säßen wir 2 Jahre gar nicht hier. Ja? Das wäre es noch. Was hörst du denn im Moment am liebsten für Musik? Oh, im Moment höre ich diesen neuen, genialen Tarantino-Soundtrack zu dem neuen Film. Ah. Jackie Brown. Kenn ich nicht. Sehr gut, sehr gut. Alles nur alte R&B-Hits. Ja. Delphonics. Kennst du die Delphonics noch? Nee.
Didn't I blow your mind this time? So ein alter... Ja, natürlich, wer erinnert sich nicht dran? Groß kennt da jeder. Randy Croft. Wie war es denn in der... ich glaube, das ist so speziell. Ja. Wenn wir hier müssen wir ein bisschen mehr so um Aaron Carter kümmern und um Jill, da wissen die Zuschauer zu Hause eher Bescheid. Okay. Ne? Mhm. Oh, ich sehe gerade, wir müssen einen Videoausschnitt von was denn? Ach nein, wir haben ja noch einen Musikgast hier heute. Ich beinahe vergessen, habe ich doch eben so großspurig angekündigt. Und zwar Hathaway. Hier seht ihr das niegelnagelneue Video von Hathaway und gleich sind sie da. Guck mal, bisschen zur Seite. It's the Hathaway mit seiner brandneuen Single. Who do you love? Who do you love, natürlich. Just where do you belong? Don't wanna be hurt no more. I am not blind. You've got to pull me right. Ooh, baby, it's someone out of sight. It's all you're waiting for. I need to know who do you love. Who do you love, baby? Here live on Viva. Say if you really care. Say who do you love back. Say if you really care. Cause I want you. Who do you love? Say if you really care. Yeah.
einem brandneuen Album. Let's do it now. Ja? Kann lesen. Ja, natürlich. Thank you very much, Hathaway. Viel Glück, viel Erfolg und ich hab euch alle lieb. Ja? Jetzt gibt es ein Video. Richtig? Ja? Bis gleich. Vielen Dank. Ciao. Music Da sind wir wieder, liebe Zuschauer. Heute bei uns zu Gast der wunderbare, oft kopierte, selten erreichte Christian Karmann. Ja? Sag mal, bist du eigentlich liiert so im Moment? Ja. Ja? Ja. Also brauchen die Mädels gar nicht anzurufen jetzt. Ja. Wieso nicht? Ach so. Hier jetzt anrufen? Ja. Ja. Ne, dass du jetzt vielleicht zum Beispiel sagen würdest, wer... Anrufen? Ne? Warum nicht? Sag mal, hast du, ehrlich jetzt, ja. Hast du bei dem Film, hast du was mit Rados, war da was mit Rados Bokel? Rein beruflich. Rein beruflich. Ja? Du kennst die einfach doch. Ja, natürlich. Nein, also, wirklich rein beruflich. Ja. Rein beruflich. Ja. Also das, diese Szene, die wir eben gesehen haben, das war das nächste, also wie wir uns am nächsten nahe gekommen sind. Ja. Das war's dann. Ja, unterhaltet ihr euch noch? Also ich meine, sprecht ihr noch miteinander gelegentlich? Ja, schon. Plant ihr wieder was zusammen? Nee, in nächster Zeit nicht. Aber ich meine,
wir müssen ja nicht unbedingt da auch jetzt eine Fortsetzung von drehen, aber... ja, stimmt, da gibt es keinen wirklichen Anlass. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Ja, ich habe gerade noch was gefaxt was bekommen. Sehr bekommen. Ja, das ist sehr schön. Großartig. Und zwar von... steht gar nicht von wem. Von wem, aber jedenfalls ein kleines Foto von Aaron Carter, ja, wie er im Moment aussieht. Schauen wir mal genau hin. Ja. Sehr schön. Ja, wie persönlich, oder? Ja! So, und wir haben eine Anruferin in der Leitung, ja, Markus? Die sich für unsere Zuschauer der Woche interessiert. Peter, jetzt geht's rund. Hallo? Ja, ich bin Sabine. Nadine? Sabine. Ah! Franz, was ist denn? Sabine. Ich wollte noch fragen, wann er das erste Mal bei Lindenstrauß gespielt hat. Bitte was? Was hat's gesagt? Ah, nee, der, ach so. Wann hat er den ersten Auftritt? Wer denn? Ja, mit wem hat er es jetzt? Ja, ich habe ja irgendwie erstmal, ist die Telefonleitung hier ein bisschen wackelt. Du musst ein bisschen lauter sprechen. Wir verstehen hier irgendwie nicht richtig. Ich wollte vor, ist das der Christian, wo jetzt so gefroht wird? Der? Ja. Der ist wohl. Was wird mit dem gemacht? Ob er jetzt, ob man dem die Frage stellen muss. Ob sie mir die Frage stellen? Ja, genau, muss? ja, klar. Ach so. Ja. Er hat doch bei Lindenstrauß mitgespielt. Lindenstraße mit. Du hast bei der Lindenstraße mitgespielt, ja? Und wann hast du den ersten Auftritt? Wann das war? Wann der erste Auftritt war, ja. 1985. Und wie alt warst du da? Kommst du aus dem Saarland? Ja. Ja? Hört man gar nicht. Da war ich, 13 war ich da. 13 war er da. Mhm. Willst du noch was wissen? So alt wie Aaron Carter. Ja, genau. Nee, der ist 4. Ach so, ja, schön. Ja. Hallo. Willst du noch was wissen? Ja, ich bin noch da. Ja, willst du noch was wissen? Nee, ob ich eine Autogrammkarte drin noch. Natürlich. Bleib in der Leitung. Ja, und da wollte ich noch, kann ich noch Grüße? Ja, klar. Mach ruhig, versteht eh keiner. Gut. Also, das ganze Viva-Team und meine Freunde, die mich alle gar kennen. Mein Freund Patrick Schmidt. Ja. Und kann man auch einen Wunschclip? Man kann alles. Es ist alles möglich heute. Gut. Ja. Dann von Blümchen, wer wie was? Von Blümchen? Ja. Ja. Alles klar. Okay, wir geben unser Bestes. Wir versuchen das Video noch zu finden, ne? Ja, alles schön. Vielen Dank, mach's gut. Kackt sich auch an. Aber wir haben noch jemanden. Ja. Okay, haben wir irgendwie, ist hier irgendwo ein Synchronübersetzer, dass wir vielleicht irgendwie. Hallo? Wer ist hier? Hallo, hier ist Jule aus Zwickau. Jule aus... Wir haben aber heute Glück, oder? Was? Ja, wo kommst du her? Aus Zwickau. Ja, ja, wir haben aber heute Glück. Was möchtest du denn von Christian immer schon mal wissen? Gar nicht. Ich habe ein Lied für dich geschrieben. Nee, warum denn? Einfach so aus Spaß. Ja, mach doch mal. Darf ich dir vorsingen? Ja, natürlich. Okay. Stefan hat eine Laus am Sarg. Stefan, die krabbelt auf und ab. Stefan, wenn das die Weiber sehen, Stefan, dann wirst du leer ausgehen. Oh, Stefan, bei der Bundeswehr. Stefan hat ein Schießgewehr. Stefan, schießt sich selber tot. Stefan, du bist ein Vollidiot. Oh, well. Ole, bravo. Ja. Danke, danke. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, mir auch. Ja, echt. Ich finde gut, wenn man sich zumindest die Mühe gibt, kreativ zu sein. Weil ich glaube, dass von vornherein alles auf jeden Fall erstmal gut gemeint ist. Ja? Naja. Ich habe noch einen ganz lieben Gruß an meine beste Brieffreundin, die Ray aus Herford. Ja, das Und kann dann man, das... will ich noch die blonde Uli grüßen. Ja, mach doch. Ja, habe ich ja gerade. Also, alles klar. Vielen Dank. Okay, tschüss. Mach's gut, ciao. Junge, was ist denn hier los? Was in Deutschland viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. So, oh, jetzt wird es auf der einen Seite wird's jetzt sehr, sehr traurig, ja? Sehr melancholisch muss es jetzt werden. Auf der anderen Seite ist es ein großer Tag, auch ein Tag der Freude, ja? Denn heute läuft Gott sei Dank zum letzten Mal die Serie aus der untersten Schublade des Humors, unsere Kaki-Family. Oh. Tschüss, macht's gut, liebe Kaki-Family. Ja, so ist es. Alles geht einmal zu Ende. Schauen wir uns die letzte Folge an, ja? Wie sieht's mit dem Wintersport aus? Was willst du machen?
Natürlich Abfahrt. Was? In deinem Alter? Das ist ja wie vor dem Almabtrieb. Da hängen die Glocken auch schon im Tal, obwohl die Kühe noch oben stehen. Sehr schön. Schade, aber jetzt ist es vorbei. Es wird die Kaki-Family nie wieder geben, sei denn, wir führen sie wieder ein. Warum läuft sowas nur über euch? Ich meine, das sollte mal bei den Öffentlich-Rechtlichen laufen. Die Kaki-Family. Sowas wie die Kaki-Family. Ja, da braucht man keine lästigen Schauspieler. Genau. Kakerlaken, billig, austauschbar. Ja. Ja. Sag mal, du warst ja in Amerika, New York, auf der Schauspielschule. Genau. Was für eine war das da? Eine Privatschule, die mir gefiel. Und was lernt man da in Amerika? Ist das anders als das, was man in Deutschland zum Beispiel lernt auf einer Schauspielschule? Ja, oder ist man da nur, um mal so ein bisschen durch die Gegend zu schlendern und sagen, hey Mami, Papi, kostet nur 2000 Mark im Monat, ich mache mir mal einen lockeren in New York und gehe den ganzen Tag Donuts essen. Wenn es das kosten würde. Ja. Aber man lernt sprechen, tanzen. Das war sehr wichtig für dich, das mit dem Sprechen lernen, und, das ist sehr wichtig. Ja. Man lernt Schauspielern. Ja. Das lernt man. Aber man lernt es doch da in Englisch, oder? Ja, in Englisch. Das heißt, bringt gar nichts. Doch. Ich meine, my name is Bob. And I have a wonderful kitchen helper for you today. Ja? Nee, man kann es dann auch noch auf Deutsch. Das muss dann also eigentlich auch noch funktionieren. Sind da viele Schauspielschüler aus Europa? Ja, also aber vorwiegend aus Schweden. Ach. Und weißt du auch warum? Weil die das bezahlen. Der Staat bezahlt denen das. Aha, lieber Staat. Ja, genau. Ja, hören Sie mal genau zu, was der Christian hier sagt. Genau. Und, aber es waren auch einige Deutsche da. Ja. Aber kennt man einen davon oder ist davon einer bekannt geworden? Oder? Ist nicht so, dass sich da die Crème de la Crème der deutschen Schauspieler, Jungschauspieler da auf dieser Schule über den Weg läuft, oder wie ist das? Nö, aber das sind bestimmt die kommenden Talente. Ne? Ja. Hoffe ich doch. Wie lange warst du da insgesamt? 3 Jahre war ich da. 3 Jahre? Das ist cool. Ich war mal 3 Tage da. Ja. Aber das nur nebenbei, ich wollte jetzt nicht angeben. So, was haben wir jetzt, Markus? Wir haben Verbraucherinformationen. Ja? Verbraucherinformationen, dann sind wir gleich wieder da. Bis dann. Mit dir los? Ich glaube, sie geht fremd. Sie betrügt mich. Jetzt ist sie da. Die neue Single von Basis. Ich liebe mich. Ab sofort im Handel erhältlich. Ihr Name war Gina. Sie war keine 17 mehr, aber weit entfernt von 53. Sie war eine Königin. Das konnte ich sehen. Sie liebte Hausmusik und alles, was in war auf dieser Erde. Sie hasste Gin and many other things. Ich wollte sie nicht einfach rumkriegen. Ich sagte, ich heiße Mark. Und das ist mein Bier. Schon hatte ich einen Stein bei ihrem Brett. Auf uns das einzig wahre Warsteiner. Hier kommen Something for the People. Endlich ihr neues Album mit ihrem Mega-Hit My Love is the Sh. Something for the People. Dieses Album muss man haben. Oh, baby, yes. Oh, Danny. Oh, pump me. Oh, Mama. Oh, oh. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Ganz einfach, du bist toll. Ach, das klingt doch nicht so gut. Und dazu fehlt mir auch der Mut. Ganz einfach 3 Worte. Ich liebe dich. Nein, das traue ich mich einfach nicht. Lächle mir doch einmal zu, damit ich weiß, du beachtest mich. Du. Täglich denke ich mir Worte aus, doch sehe ich dich, kriege ich keins raus. Du liegst mir zentnerschwer im Magen. Du und die Frage. Wie soll ich es dir sagen? In Love. Heute 21 Uhr. Bei Viva. Welcome.
Was haben die da gesungen? Hey, we want some, Sag mal, wenn man so, Markus. Wurst. Jetzt mal eine ehrliche Frage. Wenn man sowas auf Deutsch singt, wird man dann bei Viva auch gespielt? Glaube ich nicht. Hey, we want. Es ist dieser Aber das Problem Verfall. Ist ja, dass das versteht doch gar keiner. Ja. Den Text versteht doch gar keiner. Eben. Die nuscheln das so weg. Ja, die nuscheln sich da einen zusammen. Ja? Katzen natürlich. Genau. So, hier habe ich ein schönes Fax bekommen. Hallo, halt hier die Adresse dir. Ja, die kannst du behalten. Ja. Hallo, hier faxt dir eine Blondine namens Katrin, S. 17 Jahre aus der Nähe von Stuttgart. Heute hast du ja endlich mal einen richtig süßen Sonnyboy in deiner Sendung. Mm. Christian ist echt sexy, total nette Ausstrahlung und leuchtende Augen. Ich würde gerne mehr über ihn wissen. Wie alt ist der? Haben wir noch nicht geklärt. Wie alt bist du? 25. 25, ja. Ist er Single? Das haben wir auch schon beantwortet. Ja, haben wir beantwortet. Wo treibt er sich rum? Sagen wir nicht. Auf der Straße. Ja. Einen dicken Schmatz an den super süßen Boy mit dem echt geilen Buddy. Ja? Kannst du haben, komm, kannst du haben. Ja? Dankeschön. Dankeschön. Ja, du bist ja hier so ein bisschen Boxen. Du hast doch mal Boxen. Du boxst doch immer in deiner Freizeit, immer noch. Oder? Ja, immer echt, noch. Du boxst immer noch so richtig gegen, gegen Menschen auch? Auch gegen Menschen mal, ja. Gegen Menschen, aber dann mit Handschuhen und... Ja, auch. Aber es tut dann, tut's der mal weh, ich meine, oder treibst du es auch wirklich so, dass das okay, ich nehme auch mal in Kauf, dass ich mal irgendwie richtig einen vor den Latz geballert bekomme? Nee, das tut auch mal weh und das kalkuliert man dann ein. Ja. Was? Was denn, Markus? Ach, willst du, dass wir Musik spielen? Ach so, was sollen wir denn spielen? Hä? Mal vor. Ja, jetzt stehst du nämlich da. Hier von dem Jungen hier, von Lied. Kenn ich nicht. Okay. Tanze Samba mit mir. Nee, kann ich nicht. Okay, kannst du das? Ja, klar. Tanze Samba mit mir. Tanze Samba die ganze Nacht. Tanze Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht.